Pilze, die nach Speck schmecken und als Fleischersatz durchgehen. Und die sollen auch noch in der Wüste von Arizona wachsen. Verrückter geht's kaum, oder? Wir sind hingefahren und haben ein paar der Pilze blind verkostet. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Die Wüste. Pilze und ein ziemlich ungewöhnlicher Geschmack. Fleisch. Speck. Muss was? Bacon. 100% fleischlos. Nein. Also schmecken tun sie auf jeden Fall richtig gut. Wir sind in Tucson, Arizona. Eine der heißesten Gegenden der USA. Ausgerechnet hier, mitten in der staubtrockenen Wüste, soll sich die mysteriöse Farm befinden, auf der Pilze mit Speckgeschmack wachsen. Wir sind mit den Pilzzüchtern auf ihrer Farm verabredet. Glauben wir zumindest. Hier ist doch keine Farm. Die vereinbarte Adresse ist mitten in der Stadt. Hier gibt es nur einen Parkplatz und Geschäfte. Langsam werden wir stutzig. Die Hausnummer führt uns direkt in eine Postfiliale. Bei uns wollen verschiedene Unternehmen ihre Briefe ab. Das ist nur ein Postfach, keine Firmenanschrift. Hier ist keine Pilzfarm. Tut mir leid. Wir rufen die Pilzzüchter an. Die beiden erwarten uns schon auf dem Parkplatz. John Jacobs Jr. und sein Vater, John Sr., züchten seit einem Jahr Baconpilze. Aber warum haben sie uns zu ihrem Postfach geschickt? Ich habe hier eine Pilzfarm erwartet. Das ist die Adresse, die wir veröffentlichen, damit uns auf der Farm niemand stört. Es ist eine sterile Anlage und wir haben ein paar Betriebsgeheimnisse, die wir nicht zeigen wollen. Also hat niemand die Farm gesehen? Nein, bisher nicht. Bis jetzt waren noch nie Kameras da. Grund für die Geheimniskrämerei? Diese Pilze. John Jr. und Senior sind die ersten, die eine Austernpilzvariante züchten, die nach Speck schmeckt. Die wachsen in diesen Plastiksäcken. Die Jacobs verkaufen ihre Pilze an Lieferanten, an Restaurants und auf Wochenmärkten. Die Baconpilze sind eine super Geschäftsidee. Denn auch im Land des Specks ist gesunde Ernährung gerade voll angesagt. Alle Pilze, die sie zurzeit züchten, sind bereits vorbestellt. Wir konzentrieren uns auf lokale, frische Pilze mit hoher Qualität. Austernpilze halten nicht so lange wie andere Pilze. Wir können sie auch nicht so gut verschicken. Wir hatten schon Anrufe aus Südafrika, Asien, Europa. Sie sind sehr beliebt. Das hätten wir nie gedacht. Aber wir können einfach nicht genug Pilze für die ganze Welt züchten. Die Baconpilze sind nur 10 Tage haltbar. Deshalb wollen die Jacobs expandieren und in ganz Amerika Farmen aufbauen. In den Pilzen stecken weder Zusatzstoffe noch Aromen. Das hat seinen Preis. Eine kleine Packung kostet umgerechnet 4,60 Euro. Die Baconpilze muss man anders kochen. Sie sind fleischiger und haben mehr Fasern. Ihre Konsistenz erinnert stark an die von Speck. Und die Leute lieben Speck. Wie seine Frau. Die ist jedoch mittlerweile Vegetarierin. Damit sie nicht auf ihren geliebten Speck verzichten muss, fing John vor 3 Jahren an zu tüfteln. Mit Erfolg. Und? Wie schmeckt's? Sie schmecken wie Speckchips. Sie haben ein sehr intensives Aroma. Lecker. Frittiert schmecken die Speckpilze laut John am besten. Die Pilze haben fast so viel Protein wie echter Bacon. Aber wie wachsen die Pilze? Wir fahren mit den beiden Johns auf ein abgelegenes Wüstengrundstück. Warum züchten sie überhaupt Pilze mitten in der Wüste? Ich komme aus der Technik, mein Vater aus der Landwirtschaft. Das sind gute Voraussetzungen für die Pilzzucht. Wir haben schon viel Geld in unsere Anlagen gesteckt, nur um diese Pilze zu züchten. Das hat sich gelohnt. Seit ihrer Geschäftsidee mit den Baconpilzen vor 3 Jahren können sie sich vor Nachfragen kaum noch retten. Wir haben ein paar Jahre mit Speckpilzen experimentiert, um den Pilz zu finden, der am meisten nach Bacon schmeckt. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten getestet. Und der hier hat am meisten nach Speck geschmeckt. Und er sieht auch ein bisschen so aus. Wir haben nach einem Fleischersatz gesucht, für Leute, die kein Fleisch essen. Die Jacobs produzieren über 450 Kilogramm Baconpilze pro Woche. Aber wie wachsen die hier überhaupt? In Arizona wird es im Sommer bis zu 48 Grad heiß. Austernpilze lieben es feucht und wachsen an Bäumen.
Nur, die gibt es in der trockenen Wüste nicht. Das Geheimnis? Sie wachsen indoor. Der Plastiksack ersetzt den Baum. Wir hacken Stroh klein und tränken es mit Wasser. Dann kommt es zusammen mit den anderen geheimen Zutaten in diese Plastiksäcke. Dann müssen wir nur noch Löcher reinstechen und schon nach einer Woche sprießen die ersten Pilze. Und woher kommt der Bacon-Geschmack? Die Züchter isolieren die Pilzwurzel, das sogenannte Myzel, und geben es auf eine Substratmischung. Sobald die Pilzwurzel das Substrat durchwachsen hat, entsteht die sogenannte Mutterbrut. Die pimpen die Pilzzüchter mit natürlichen Nährstoffen, zum Beispiel mit Baumwollkapselschalen und Runkelrübenbrei. Daraus entsteht die Pilzbrut. Die kommt in den Sack. Die richtige Mischung von Nährstoffen hat Einfluss auf Konsistenz und Geschmack der Pilzbrut. Mehrere Jahre haben die Jacobs experimentiert, bis der Bacon-Geschmack perfekt war. Wenn sie erst mal aus den Löchern rauskommen, wachsen sie sehr schnell. Der hier wird morgen so groß sein wie der da. Von dem Zeitpunkt, wo sie rauskommen, bis zur Ernte vergehen gerade mal 3 Tage. Damit die Pilze überleben, brauchen sie eine sterile Umgebung. Die steuern die Pilzzüchter per Computerüberwachung in speziell isolierten Gewächshäusern. Die Bacon-Pilze brauchen nicht zu viel und nicht zu wenig Sauerstoff, sowie die richtige Dosis Licht. Die Jacobs züchten auf insgesamt 500 Quadratmetern und ernten 2-mal am Tag. Wir hatten bisher noch nie Journalisten hier. Pilze züchten ist einfach. Aber es ist wie in jeder Branche, es gibt Betriebsgeheimnisse und Dinge, die wir anders machen. Das macht uns wettbewerbsfähig. Wir haben die Bacon-Pilze gut gekühlt nach Deutschland gebracht und starten eine Blindverkostung. Erraten die Passanten, was sie da essen? Also stand jetzt irgendwas Fleischiges. Erst dachte ich Chips und habe mich gefreut, aber es sind keine Chips. Aubergine oder so? Also für mich schmeckt es, wie wenn Omelette unten zu kross angebraten ist und das Stückchen so schmeckt. Speck? Bacon. Ganz genau. Nur wenige haben den Speck rausgeschmeckt. Auf Pilze ist niemand gekommen. Wir finden, die Bacon-Pilze sind eine coole Idee. Vielleicht wachsen sie ja bald auch bei uns in Deutschland.